Wir stehen rechts außen. Ja, immer. Ja, jetzt weiter durch. Jimmy, war auf deinen natürlichen Freund. Aber meine Halbzeit war immer halt so den Achte Spiel in Folge gewinnen. Ja? Und wir können dann zum Schluss Spiel ungeschlagen mit 8 Siegen in Folge gewinnen. Ja? Dafür müssen wir heute aber wieder alles tun, alles geben, jeder füreinander. Spielt einfache Pässe und dann können wir schön spielen, wenn wir hier 4-5-0 führen. Ja? Aber erstmal einfach. Komm, Männer. Unser Sieg hier. Unser Sieg hier. Lauf eins! Scheiße. Nicht abbrechen, komm noch weiter da! Ich zurück! Schon 5 Minuten Nachspielzeit. Jawohl! Was? Gelb-Rot? Ja. Für wen?
26. Der Bord. Für die 26. Meckern. Naja, gelb gesehen. Naja, hat der Zweite bekommen. Dogger, da muss er faul passen. Ja. Der Gegner sagt selber, ist faul. Also. Schieß mal! Warum man den nicht annimmt? Ja. Warum? Ich dachte auch, warum man nicht annimmt, Alter. Ja, ich auch. Marvin! Zeit! Jawohl! Ja, Anschlag! Super, habt ihr das gemacht. So, 8. Sieg in Folge. Herzlichen Glückwunsch. Ja, dankeschön. So, wie sieht es jetzt aus? Platz, Nummer? Ja, aufgrund des Torverhältnisses stehen wir aktuell mit Füchsen gleich, was die Punkte anbelangt. Aber das können wir dann am nächsten Wochenende hinbiegen. Und dann müssen wir da auch bei Füchse antreten. Da ist selbst bei den Füchsen zu Hause. Wie ist eure Taktik dann? Oder was? Wie geht's ran? Da bin ich noch ein bisschen vorsichtig, da man nicht weiß, welche Spielermaterial zur Verfügung steht. Ob alle Spieler an Bord sind, muss man absehen. Auf jeden Fall möchte ich mich da nicht verstecken. Heute 3-1. Hätte es mehr sein können oder reicht das Ergebnis aus? Am Ende reicht es. Wenn ich 1-0 gewinne, reicht es auch. 34 Mal sagt man, wir haben ja keine 34, aber wenn ich jeden Spiel 1-0 gewinne, reicht es auch. Ja? Wichtig ist, dass wir taktisch das umgesetzt haben, was ich wollte. Es ist uns gelungen. Wir haben jetzt 9 Punkte Vorsprung auf einen Nichtaufstiegsplatz. Und das war das Ziel für das heutige Spiel gewesen. Okay, die Entscheidung des Schiris heute? Ja, ist immer schwer, über Schiedsrichter zu diskutieren, hin oder her. Es sind manchmal Entscheidungen auf dem Feld, die getroffen werden, mit denen sind die Spieler nicht einverstanden. Dann wird ein bisschen diskutiert drüber und dann schaukelt sie immer alles hoch. Der Schiedsrichter ist ein Mensch, versucht sein Bestmögliches zu tun und ja, wie die Spieler auch und so weiter. Letztes Wort an deine Spieler? Hut ab. Lass mal so stehen. Danke, tschüss.